Ich kommentiere mit einem Zombie anders als mit einem Revi zusammen. Ja, deutlich anders. Aber nicht, weil ich dann einfach zu einer anderen Person werde und mich verstelle, sondern einfach, weil das auch für mich selbst so ist. Ich habe dann in dem Sinne mehr Spaß, mit dem Revi rumzuwitzeln, als wenn ich versuche, einen auf ernst zu machen. Ja, das ist so. Die Fresse mit deinem scheiß Dubstep! Servus, grüezi und hallo, mich kratzt an meinem Stinkeohr und das ist das linke und das war eine sehr komische Begrüßung. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Hero. Heute endlich mit dem, ja, ich weiß nicht, ob es ein heiß ersehntes Thema ist oder ihr euch alle in den letzten Kommentaren mega gelangweilt habt. Wir sind jedenfalls wieder in unserer Stadt, werden uns jetzt erstmal schleunigst pennen legen, damit wir hier nicht irgendwie noch 8000 Endermans zu bumsen haben. Da hätte ich nämlich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ich werde einfach mal wieder hier in dem Haus schlafen, weil mein eigenes irgendwie zu weit weg ist und, ja, ihr wisst schon, Penis und bla. Dann werde ich zuerst mich so der Scale-Rüstung widmen, also die ein bisschen zu craften. Das kann ich eigentlich auch direkt hier machen, oder? Da ist doch auch irgendwo eine Crafting-Table, genau hier. Dann werde ich das mal, obwohl, nee, ich habe die Hexical Diamonds in meinem Haus, da muss ich vielleicht erstmal hin. Dann, also ich werde erstmal die Scale-Rüstung craften, so zur Abfolge. Oh mein Gott, was ist denn los? Aber das ganze Koks in der Nase. Habe ich mit dem Julian zu viel Zeit verbracht am Wochenende. Oh ja, das zieht richtig rein, das zieht richtig rein, das zieht richtig... Moment, wie ging das? Wie ging das bei ihm im Livestream? Mir ist das Headset vom Kopf gefallen, Digga. Egal. Anal. Ja, und dann, nachdem wir die Scale-Rüstung gecraftet haben, werde ich mich dem Haus widmen, einfach unkommentiert durch die Gegend bauen. Also ich werde dazu nicht viel sagen, was ich baue. Ich werde einfach ein bisschen bauen, freie Schnauze raus. Und währenddessen werde ich eben über das besagte Thema sprechen. Und wir haben echt einfach nicht genug Hexical Diamonds, um die komplette Scale-Rüstung zu craften. Da müssen wir echt nochmal irgendwann los. Ist ein bisschen schade. Also, als erstes den Helm. Da brauche ich Gold für. Fuck, ich muss erstmal Gold noch einschmieden, oder? Oh, ist das anstrengend, ey. Das ist ja wohl echt nicht zu fassen hier. Machen wir hier so alles bitte ein bisschen weg. Das hier vielleicht nicht. Aber den Cobblestone hätte ich gern. Habe ich denn noch mehr Cobblestone? Dann brauche ich... Oh nee, habe ich jetzt... Ich habe doch nicht auch noch wirklich zu wenig Gold oder irgendwie sowas. Pff, oh Mann, jetzt muss ich auch noch Gold besorgen. Das ist doch gar nicht so einfach, wie ich gedacht hätte hier, das Ding. Ich glaube, wir kriegen es doch nicht diese Folge hin. Obwohl, vielleicht müssen wir uns einfach drauf konzentrieren. Ach, ich... Wir craften halt so viel von der Scale-Rüstung wie geht und im Verlaufe der Session kriegen wir das bestimmt hin, weil während der Themenbesprechung, die wir ja gleich haben, will ich nicht rumrennen, weil sonst bin ich zu sehr darauf fokussiert, rumzurennen, logischerweise. Was kann ich denn davon craften ohne Gold? Das hier schon mal, die Schuhe und der Rest braucht Gold, oder? Der Rest braucht ziemlich viel Gold, uiuiui. Uiuiuiuiuiui, dann crafte ich erstmal die Schuhe. Die Schuhe, ich crafte sie schnell. Wie ging das denn jetzt nochmal? Boah, ich hab's schon wieder vergessen. So, es ging so. Okay, hallo. Lass mich zurück ins Crafting-Menü, dankeschön. Blub, 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 blub. Yeah! Und was haben die jetzt schon genau? Was bringen mir die jetzt schon? Irgendeinen Boost? Renne ich vielleicht schon mal schneller? Okay, ich hab's jetzt halt einfach schon mal angezogen. Obwohl, dann gehen sie kaputt. Ich möchte die Rüstung erstmal sammeln. Ich möchte sie erstmal sammeln. Alles andere wäre eine dumme Entscheidung. Aber wo ist denn mein Helm? Mein Tribal-Helm, den ich mir gemacht habe. Der ist einfach nicht mehr da. Also Revi hatte in der vorletzten Folge einen auf, aber das war doch nicht meiner, oder? Ey, wurde jetzt ernsthaft von mir auch nochmal irgendwas geklaut, oder wie? Boah, da hätte ich ja gar keinen Nerv für. Oder hab ich den einfach nur irgendwo verschlammt? Naja, ist ja jetzt egal, wir machen eh die Scale-Rüstung, ganz klar, ja. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr einen Plan habt, wo mein Tribal-Helm hin ist. Ich hätte den schon gern noch da, um zumindest jemanden zu geben, den ich lieb hab. Also, den Revi habe ich ja auch lieb, aber er soll ihn sich halt nicht einfach nehmen. Aber das hat er bestimmt auch gar nicht, oder? Hat er gesagt, das war nicht meiner. Ich habe ihn ja extra gefragt. Er würde mich ja nie anlügen, der Revi. Aber schaut mal bitte, ihr habt das alles besser im Blick als ich, weil ihr Zuschauer seid. Also, ja. Textet mir mal, was da denn so genau los ist, ob ihr einen Plan habt, wo sich mein Tribal-Helm befindet, den ich gecraftet habe. Oder ich hab ihn doch gecraftet, oder? Habe ich ihn nicht gecraftet? Bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn gecraftet habe. So, okay, alles klar, das machen wir. 1, 2 hier, zack, 1, 2 da, zack, und 1, 2 so. Scale-Helmet, okay. Und jetzt soll mir nochmal jemand sagen, ich gebe mir keine Mühe, Hexe zu verstehen. Ich probiere es schon, Freunde, ich probiere es wirklich. Ja, zwar, ich gebe zu, dass ich nicht der Oberprofi bin,
Aber ich, wie gesagt, ich gebe mein Bestes für euch. Habe ich denn vielleicht noch im Backpack irgendwie ein bisschen Gold? Nee, habe ich auch nicht. Das ist doch scheiße, jetzt darf ich nachher Gold holen gehen. Okay, aber erstmal darf ich Cobblestone holen gehen. Ja, und dann können wir mit dem Thema anfangen. Also, ich wollte über das Thema reden, Kommentarstile. Beziehungsweise verschiedene Kommentarstile. Das ist ein Thema, das mit ein bisschen speziell auf meine Person bezogen ist. Also, es gibt auch andere Let's Player, bei denen mir das auffällt natürlich, aber ich finde es bei mir persönlich doch schon relativ krass. Ich kann das natürlich nur subjektiv beurteilen, aber ich habe das auch objektiv oft mitbekommen. Es ist einfach so, ich bin zwar hoffentlich als Gesamtpaket, als Person ein authentischer Typ und ihr wisst, dass ich irgendwie hier nicht versuche, nebenbei einen Oscar zu gewinnen und irgendwie so einen Text ablese, der abläuft, das geht ja gar nicht. Dann könnte ich ja gar nicht spontan auf Situationen reagieren und alles drum und dran. Aber es ist so, und das möchte ich mal als Anfangsstatement setzen, Let's Play ist Improvisation zum größten Teil, eindeutig. Improvisation ist zum größten Teil wichtig bei Let's Plays. Aber Improvisation wird beim Let's Playen, zumindest bei mir, auch noch zu einem gewissen Teil unterstützt von Schauspiel. Bei Minecraft Hero deutlich weniger als bei anderen Projekten, aber wenn ich zum Beispiel ein sehr atmosphärisches Projekt spiele, wie zum Beispiel ein Alan Wake, ja, oder ein Fahrenheit, alles ältere Let's Plays von mir so nebenbei, dann kommentiere ich das anders, als ich zum Beispiel mit einem Revi zusammen kommentiere bei Minecraft Hero oder allgemein bei Minecraft Hero oder bei irgendeinem Spiel, das nicht so die Story hat oder alles drum und dran. Das heißt, ich passe mich in gewisser Art und Weise auch dem Spiel an und überlege mir, wie kann ich dort jetzt so kommentieren, dass es am passendsten für euch rauskommt. Und da ist Gold, das werden wir uns gleich mal dann doch schnappen, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr. Das soll nicht bedeuten, dass man dann da nicht mehr sich selbst ist oder dass man nicht mehr die Person darstellt, die man sonst darstellt oder dass ich plötzlich jemand ganz anderes bin und euch was Vorschauspieler und wie gesagt, das ist das dann gar nicht. Das bedeutet einfach nur, dass ich mir Gedanken mache, wie ich für euch das bestmöglichste Entertainment hinlegen kann. Also ich mache mir halt einen Kopf, okay, wie kommentiere ich das am besten? Und es kommt einfach uncool, wenn ich eine atmosphärische Situation, zum Beispiel irgendjemand stirbt in einem Videospiel, ein Charakter, der für 30 Folgen bei einem Let's Play dabei war, den man vielleicht als Zuschauer und auch als Kommentator lieb gewonnen hat und ich kommentiere das mit, ey Alter, der Hurensohn, ey Mann, und lach mir nebenbei den Arsch ab. Das wäre einfach total fehl am Platz und nicht sinnvoll. Bei einem Minecraft Hero kann man das machen, weil das ist kein Projekt, das von Ernsthaftigkeit sprüht, ganz im Gegenteil. Und deswegen ist es auch einfach was komplett anderes. Und das, habe ich das Gefühl, verstehen viele Leute nicht. Ich nehme da nochmal als Beispiel das Flashcheck-Video mit dem German Let's Play. Da habe ich am Anfang gesagt, herzlich willkommen, ihr Hurensöhne und Hurensöhninnen oder irgendwie sowas. Ich sage ja ab und zu, herzlich willkommen, Zoner und Zonerinnen. Das heißt, erstens, das war ein Witz, der darauf bezogen ist. Das haben schon mal viele nicht verstanden. Zweitens, irgendwelche 12-jährigen Kiddies fühlen sich dann in ihrer komischen Ehre angegriffen, obwohl sie sich auf dem Schulhof wahrscheinlich noch viel schlimmer beleidigen, als ich das im Spaß in einem Video tue. Und fühlen sich dann wirklich, das Lustigste ist dieses persönlich angegriffen. Ich kenne die doch gar nicht, meine Fresse. Ich beleidige doch nicht irgendwie bewusst jemanden da als Hurensohn, sondern dachte einfach, das wäre witzig in dem Zuge, dass es ein trashiges Video ist, ja? Dieser Flashcheck mit German Let's Play, wo wir die 5 schlechtesten Flashgames angezockt haben, das ist ein Trash-Video, ja, das ist komplett trashig, da geht es wirklich einfach nur um Müll, da wird müllmäßig kommentiert und da wird einfach der Wert darauf gelegt, ein witziges Video zu gestalten, das nicht mega den Sinn ergibt und dann darf ich es mir auch rausnehmen, trashig, beziehungsweise ein bisschen, das hätte dumm ausgehen können, trashig, beziehungsweise ein bisschen blöder zu kommentieren und ein bisschen Blödsinn zu machen, ist ja auch mein Kanal und das habe ich das Gefühl, verstehen viele nicht, dass ich mich vielen Situationen einfach anpasse. Das bin immer ich, den ihr seht. Das bin immer ich. Das ist auch im Real Life so. Ich bin auch im Real Life unterschiedlich. Ich rede, was kann man da jetzt als Beispiel bringen? Ich rede eigentlich sehr, sehr ungern über aktuelle Situationen oder irgendwie sowas. Also zum Beispiel über meine aktuelle Berufssituation oder solches Gedöns. Aber ihr wisst ja, dass ich in einem Kindergarten arbeite, im Zuge von einem freiwilligen sozialen Jahr. Oder manche wissen das zumindest. Da wird jetzt vielen der Schreck aufgehen, weil sie sich denken, redest du dann da auch mit den Kindern so? Oder irgendwie sowas, wie du zum Beispiel mit einem Revi in Together machst. Ja, natürlich nicht, logischerweise. Das ist ja eine komplett andere Situation. Aber das bin ja trotzdem noch ich, der da ist und der das macht. Aber ich bin einfach jemand, der sich da anpassen kann und der weiß, dass das auch wichtig ist, sowas, ja? Ihr müsst euch in der Welt anpassen können. Und genauso ist das bei den Let's Plays. Zumindest von meiner Seite aus. Es bin immer ich. Jedes Mal, ihr bekommt immer die volle Packung Kedos, ihr bekommt immer die volle Packung Dominik in dem Sinne und es ist auch immer ein gewisses authentisches Ich, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber ich möchte das bestmöglichste Video rausbringen und um das bestmöglichste Video rauszubringen, kann ich nicht die ganze Zeit nur die Scheiße plappern, die mir in den Kopf kommt, außer jetzt halt bei so Trash-Videos, wie gesagt, sondern ich muss mir halt auch einen Kopf machen,
Wie kann ich da am besten kommentieren? Zum Beispiel beim atmosphärischen Titel. Und das macht mir dann auch Spaß. Oder bei den Together-Partnern. Ich kommentiere mit einem Zombie anders als mit einem Revi zusammen. Ja, deutlich anders. Aber nicht, weil ich dann einfach zu einer anderen Person werde und mich verstelle, sondern einfach, weil das auch für mich selbst so ist. Ich habe dann in dem Sinne mehr Spaß, mit dem Revi rumzuwitzeln, als wenn ich versuche, einen auf ernst zu machen. Ja, das ist so. Und ich glaube, das müssen viele so ein bisschen verstehen, dass man auch als Let's Player, oder zumindest, dass ich das Recht dazu habe, mich flexibel zu gestalten und das auch sehr, sehr gerne mache. Und ich glaube, das macht auch einen gewissen Reiz von meinem Kanal aus. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ja, wenn ihr euch irgendwie denkt, ich finde es total doof, dass der Kedos nicht in jedem Video Hurensohn sagt. Oder atmosphärisch kommentiert. Das kann ja auch sein. Aber mein Kanal war schon immer ein abwechselreiches Sammelsurium an allem möglichen Gedöns. Und das wird er auch immer bleiben. Das wird er immer bleiben. Und genauso ist es mit meinem Kommentarstil. Ja? Der wird einfach abwechslungsreich bleiben und das ist das, was mir sehr viel Spaß macht, abwechslungsreiche Videos zu gestalten und nicht immer ein Video nach dem anderen zu machen, dass das immer gleich wirkt. Ich will auch nicht, dass jede Hero-Folge gleich ist. Ich will nicht, dass ihr immer das gleiche Gefühl habt bei dem Schauen. Ich will, dass ihr von Video zu Video eine neue Erfahrung macht. Immer eine coole Erfahrung, immer eine Erfahrung, die mit mir zusammenhängt, die euch Spaß macht, die euch Spaß bereitet, aber dass ihr ab und zu eben da sitzt und euch denkt so, ja, geil, das habe ich noch nie erlebt so beim Kedos, das hat er total cool gemacht und das ist so mein Anspruch. Ich habe einfach da einen gewissen kreativen Anspruch, das könnte man schon so nennen. Ja, und wie gesagt, so zu Witzeleien, die vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen, ich habe öfters auch mal einen derben oder einen schwärzeren Humor, den könnte ich auch noch viel, viel mehr rauslassen, ja. Also zum Beispiel im privaten Umfeld lasse ich den teils echt noch ein bisschen stärker raus, also das auch so zu dem Thema, Kedos, bist du denn auch so in Real Life? Ja, natürlich, aber natürlich nicht genauso wie in den Videos, das geht ja auch gar nicht. Das wäre doch total bescheuert, wenn ich mit meinen Real-Life-Freunden oder irgendwo auf einer Party genauso rede wie in einem Video. Ich kann da doch nicht hingehen und anfangen mit, ja, Hallöchen, meine lieben Freunde, jetzt bin auch ich auf der Party und mich in den Mittelpunkt stellen. Hier in dem Video stehe ich im Mittelpunkt, ja, logischerweise. Ihr schaut das Video, ja, weil ihr ein Video von mir sehen wollt oder Minecraft Hero, je nachdem. Und das ist ja einfach so, dass das in einer normalen alltäglichen Situation ist das keine Videoaufnahmesituation. Das heißt, die bekommen natürlich trotzdem auch den Dominik. Ja, und natürlich auch anders, weil ich zu denen vertrauter bin, weil ich da die Charaktere kenne und alles drum und dran. Aber das bin trotzdem immer noch ich, da kommen die gleichen schlechten Witze, ja. Da habe ich oft gleichmals den miesen, schlechten Redefluss, den Leuten nach 2 Minuten auf den Sack geht, wie ohne Ende, ja. Und all sowas, ja. Also es ist mir schon wichtig, ein authentisches Bild zu machen, aber es ist mir auch wichtig, kreativ zu bleiben auf YouTube und abwechslungsreichen Content zu liefern. Das ist so die Zusammenfassung davon. Und wenn ich zu derbe Witze mache oder Blödeleien und ihr euch davon angegriffen fühlt, dann denkt euch immer, zum einen, dass ich meine damit nie und immer euch persönlich, das ist Punkt, wie gesagt, nochmal Punkt 1 oder Punkt 2 oder wie auch immer, und zum anderen mache ich das, weil es immer jemanden gibt, der drüber lacht. Ja, es gibt immer jemanden, der das witzig findet, der da seinen Spaß dran hat. Und das ist ja das, was ich im Endeffekt machen möchte. Ich möchte möglichst viele Leute zum Lachen bringen. Und wenn ich dich mal mit dem einen Video nicht zum Lachen bringe oder dir gute Laune verschaffe, dann vielleicht mit dem nächsten. Und so weiter und so fort. Und wenn ich mal einen derberen Witz mache, dann ist das eben ein Witz für die Leute, die derberen Humor mögen. Aber da muss man deswegen nicht deabonnieren, weil einem mal ein Witz nicht passt. Sondern denkt man sich halt, ja, gut, das fand ich jetzt nicht so cool, ist auch okay jetzt für mich, ich weiß, dass der Kedos das abwechslungsreich gestalten möchte, das spamme ich jetzt nicht die Kommentare zu, sondern sehe drüber hinweg und genieße halt ein anderes Video. Schalte ich weg, fertig, weil ich weiß, das ist ein Kanal, der abwechslungsreichen Content bietet und Ende. Damit breche ich mir ab und zu ein bisschen selbst das Genick. Ja, hallo, was ist bei dir kaputt, Freundchen? Alter, jetzt kommen wieder diese ekelhaften Furzgeräusche. Also versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst ja nicht alles mögen, was ich mache. Ganz und gar nicht. Ihr könnt alles mögen, weil ihr mich als Person mögt. Und das ehrt mich tierisch, wenn jemand wirklich diesen Abwechslungsreichtum erkennt und darauf Bock hat und genau deswegen diesen Kanal abonniert hat und die Videos schaut und sich wirklich alles gibt und dass das richtig, richtig mag. Diese Personen liebe ich ohne Ende und die aktiv sind und so. Also ganz, ganz viel Herz geht aus, das weiß man auch nicht raus. Ich weiß, es ist ein bisschen gay, aber das mache ich jetzt mal an der Stelle. Hier ein bisschen Herz für die Leute, bei denen das wirklich so ist. Und alle anderen, die schauen sich eben nur das an, worauf sie Bock haben. Und man weiß doch natürlich, wenn das schon so ein trashiges Video in der Abo-Box ist und man merkt in den ersten paar Minuten, das ist trashig, dann klicke ich es halt weg. Und das mache ich auch sonst auf YouTube einfach so. Ich habe noch nie irgendwie einen mega Hate-Kommentar geschrieben, außer es ist irgendwas, was mega unter die Gürtellinie geht, wie zum Beispiel ernst gemeinte Nazi-Parolen oder irgendeine Scheiße, die auf YouTube einfach nicht klar geht. Aber das mache ich ja nicht. Das ist ja was anderes, so ein Witz.
Also ich hoffe, ihr versteht dadurch so ein bisschen mehr, wie ihr mit meinem Kanal umzugehen habt. Ich weiß, viele wollen eher eine rote Linie, damit würde mein Kanal vielleicht auch eine Ecke besser fahren, aber ich will das nicht. Ich will immer noch ein bisschen was anderes auf YouTube machen und das Recht nehme ich mir auch zeitweise einfach raus, das zu tun. Puh, Freunde, ich bin sehr erfreut gerade eben über mich selbst, dass ich es geschafft habe, das Thema so gut zu behandeln und auch wirklich ausführlich drüber zu reden. Ich habe gedacht, vielleicht, dass ich mich ablenke, aber es hat geklappt. Und ich bin froh, mir das mal von der Seele geplappert zu haben. Weil es ist tatsächlich so, dass mir das Thema lange im Kopf rumschwirrt und dass ich möchte, dass einfach mal so eine Art Mini-Anleitung für meinen Kanal existiert. Und da bei Hero ja einfach die meisten Menschen zuhören, ist das jetzt mal wirklich, glaube ich, ganz praktisch gelaufen. Und eure Meinung ist natürlich bei diesem Video mega wichtig und interessiert mich total. Ich möchte die wirklich, wirklich wissen. Und bin sehr gespannt darauf, was dabei rauskommen wird in den Kommentaren. Ich erinnere euch am Ende des Videos natürlich nochmal dran. Aber mal gucken. Ich bin wirklich gespannt, wie so ein kleiner Flitzebogen, was denn jetzt so dabei rauskommt. Was können wir denn als nächstes craften, bitte? Ich würde mal sagen, die Chestplate. Die sieht so aus. Okay, brup. Also einmal so. Oh, ich habe den Hexical Diamond gar nicht rausgenommen. Oh, bin ich blöd? Ich bin ja so ein blöder Mensch. Hexical Diamond. Dankeschön für den Hexical Diamond. It's very beautiful to have a Hexical Diamond. I like it very much. Und wir brauchen noch einen. So, und die Hexical Diamonds, die craftet man ja so. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Hexical Essence, die wir finden müssen. In der nächsten Episode von Minecraft Hero werden wir das tun. Und dann haben wir die Scale-Rüstung komplett am Start und haben mal richtig was gerissen, glaube ich. Und auch gut Ressourcen gesammelt. 22 Diamanten haben wir, alles drum und dran. Freut mich tierisch, wie produktiv das gerade eben läuft. Und die Themenbesprechung, die freut mich natürlich auch, dass die so gut gelaufen ist. Und es würde mich einfach freuen, wenn ihr bei diesem Video, selbst wenn ihr nicht oft kommentiert und selbst wenn euch Google Plus nervt und ihr am liebsten Bob in die Kommentare posten würdet, eure Meinung mir dazu schreibt. Ob euch das gefällt, dieses Abwechslungsreiche, ob ihr es eher nicht so gut findet, ob euch diese Themenbesprechung gefallen hat, ob ich das öfter machen sollte, gebt einfach mal eure Meinung ab. Und ich habe es zwar in der letzten Episode schon erwähnt, ich erwähne es eigentlich nicht so gern so oft, aber hier sage ich es nochmal, wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst mir einen kleinen Daumen nach oben da. Das gibt mir einfach so ein gewisses Feedback und ich weiß, ob das gut angekommen ist und ob ich öfters mal so ein Thema bequatschen soll in Minecraft Hero, unserem wunderschönen Projekt hier mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Wie gesagt, eure Meinung, abwechslungsreich, geil, ja oder nein? Und habt ihr das von Anfang an gewusst, so mit den Kommentarstilen, dass ich das einfach so flexibel mache? Oder habt ihr das wirklich nicht erkannt? Und versteht ihr das jetzt ein bisschen besser? Hat euch das geholfen? Also, ihr könnt so viel dazu schreiben, ja? Hört euch die Fragen am besten gleich nochmal an, nochmal vorspulen und dann in den Kommentartexten. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft Hero. Wie gesagt, die Bewertung nicht vergessen. Ciao, tschüss, und reingehauen.